Was wir sagen dürfen, das hier, das sind Teile, auch wenn man es nicht so ganz erkennt, eines Flugzeugwracks. Und dieses Wrack, das wird in Wuppertal-Beienburg vermutet. Es geht um einen Flieger aus dem Zweiten Weltkrieg, um das Schicksal der Besatzung und darum, dass nicht die falschen Leute nach Weltkriegsandenken suchen. In Beienburg wurde zuletzt eine Fliegerbombe entschärft, weshalb sich Ehrenamtliche der Oberen Denkmalbehörde jetzt auch wieder mit diesem Absturz beschäftigen. Mit einer Metallsonde versucht Sven Pohlkläser aufzuspüren, was eine dicke Laubschicht seit 70 Jahren versteckt hält. Ein Piepton verrät, hier lohnt es sich zu suchen. In diesem Fall ist es nur eine Patrone. Vorsichtig ist er immer, denn es könnte auch etwas wirklich Explosives sein. Man sollte da möglichst versuchen, nicht mit dem Spaten zu arbeiten, nicht mit Ärmerspitzen zu arbeiten, sondern halt immer mit diesen Kellen jetzt hier, wie man so sieht, das ist quasi unser Arbeitszeug an der Stelle, weil halt man natürlich, da, wenn man an einer Bombe kommt oder sowas, dann eher nichts passieren kann. Aber generell ist natürlich zu sagen, Finger weg davon, sonst sind die Finger wirklich weg, wenn man Pech hat an der Stelle. Nicht nur deswegen soll die Absturzstelle geheim gehalten werden. Waffenfans könnten angelockt werden, fürchten Sven Pohlkläser und Mitstreiter Helmut Grau. Die beiden stoßen alle paar Meter auf Teile vom Bomber, allerdings nur sehr kleine. Die großen Aluteile und die Stahlteile wurden alle abtransportiert und wurden sofort recycelt, weil in Deutschland extremer Rohstoffmangel herrschte. Ja, man könnte eigentlich sagen, dass deutsche Flugzeuge mit amerikanischem und englischem Alu und Stahl geflogen sind. Die Suche geht weiter auf einer nahegelegenen Wiese. Dort sollen Teile vom Rumpf gelegen haben. Ein Anwohner ist auf die Sondengänge aufmerksam geworden. Es stellt sich heraus, er hat den Absturz als Kind miterlebt. Da muss wohl irgendwie im Ruhrgebiet ein Angriff gewesen sein. Mhm. Da kam eine Maschine, höchstwahrscheinlich beschädigt durch Flakbeschuss, ganz nah über unseren Köpfen. Die brannte leicht, ja. Und ungefähr 2 Kilometer weiter gab einen leichten Knall, ja, ja. Und die Maschine lösten sich auf. Ja, da haben wir den Rumpf hier gesehen auf der Wiese liegen und haben natürlich Munition rausgezogen. Die ganze Meterware haben wir da rausgezogen. Was haben Sie mit der Munition gemacht? Die haben wir im Kochtopf, Benzin drüber und haben sie zur Explosion gebracht. Hugo Hilbert überrascht sie noch einmal. Er hat nämlich einige Flugzeugteile aus der damaligen Zeit aufbewahrt, in der Hoffnung, sie irgendwann einmal verwerten zu können. Da ist die Krone, ja. Also Air Ministry, englische Krone. Nach diesen Teilen können Sie jetzt die Maschine einordnen. Das bestimmt, das ja. Hilft uns kolossal. Wo haben Sie die jetzt rausgeholt, jetzt hier genau? Aus diesem Hof, hier ja. Von der Wiese. Ein englischer Bomber wie dieser könnte es gewesen sein. Daran konnte sich Hugo Hilbert noch erinnern. Aber welcher? Vielleicht kann die Zahl der Opfer Aufschluss darüber geben. Der damals 13-Jährige hatte die aufgebahrten Leichen gesehen. Also ich würde sagen 8 bis 10 Personen. Also so genau kann ich nicht sagen. Sie waren zugedeckt, die Gesichter waren zugedeckt. Und wie ich schon gesagt habe, die Hände lagen frei. Das sah aus, als wenn da Frauen oder Kinder bei gewesen wären. So zarte Hände. Vor Ort geht die Suche weiter. Um verwitterte Typennummern und damit auch dem konkreten Bomber auf die Spur zu kommen, säubern sie vorsichtig mit Säure und Drahtbürste die Fundstücke. Und tatsächlich ein erster konkreter Hinweis. Produktionsjahr 1944 und die Firma hat das Kürzel SR. Was so wirkt wie ein Haufen wertloses Blech, hat die Forscher ihrem Ziel ein ganzes Stück näher gebracht. Hier geht es um menschliche Schicksale. Hier sind Menschen gestorben. Wenn wir es schaffen, über die Teile den Flugzeugtyp zu identifizieren, dann das individuelle Flugzeug, dann kommen wir auch an diese Menschen heran. Dann wissen wir, wer in der Maschine gesessen hat. Und vielleicht ist es möglich, dann auch Angehörige noch zu informieren, wo ihre Söhne, ihre Väter, ihre Onkel umgekommen sind im Zweiten Weltkrieg. Das ist uns in einem ähnlichen Fall schon einmal gelungen. Und diese Leute waren uns sehr, sehr dankbar. Darum hoffen die ehrenamtlichen Denkmalpfleger, auch in diesem Fall fündig zu werden und unter 70 Jahre altem Rost auf die Schicksale der Bomberbesatzung zu stoßen.